2,40 sind es Sam, die noch um ihre zweite Chance kämpfen. Dann noch ein guter Mann, Geis, Weit, Bernhard Tekpeti, der schon angesprochene Alexander Nübel, der kam ja schon zur Pause. Und dann eben Sidney Sam, auch den haben wir gerade runter, mal mit der 25. Amin Harit, fast 10 Millionen Euro. In der französischen A-Nationalmannschaft spielen, da ist natürlich mit Mbappé. Gut dagegen gehalten hier bei der Faustabwehr von Leopold Zingerle. Linken Seite. Harit wird direkt von zweimal wieder Harit. Sein vierter Ballbesitz schon. Aus seinem Strafraum heraus. Zulinski an der beiden Neuen. Harit. Wieder hochhalten in jeder Trainingseinheit und in jedem Spiel. Neue Chancen unter dem neuen Trainer. Harit im Abseits. So richtig hat sich Schalke nach dem nutzt die Minuten hier, um sich ins Bild zu setzen. Viel unterwegs, holt sie die Bälle im Mittelkreis. Amin Harit, Wright, leicht verlorener Ball. Uchida. Der zweite Versuch. Tekpeti. Amin Wright. Jetzt häufig auf den linken Flügel auswahl. Der lange Ball von Sidney Sam. Amin Harit. Bentaleb. Amin Harit. Guter Ball, Fahne bleibt unten. Das Spiel beider Mannschaften ähnelt sich jetzt zum Foulspiel. Harit. Neue Leute bei den Standards. Harit. Bentaleb, LG Wright, eine junge Mannschaft, Schalker Mannschaft jetzt hier auf dem Platz mit viel, viel Perspektive. Wer sich dann am Ende im Kader festsetzen wird. Amin, natürlich dann auch die neue Philosophie der Schalke ansprechen. Junge, talentierte. Das Zusammenspiel. Versuchen sie jetzt Paderborn nochmal zurechtzulegen, vielleicht um das entscheidende 2:0 zu erzielen. Wunderbar gespielt von Tekpeti. Harit, sie finden sich langsam. Die Spielzüge werden flüssiger. Bentaleb sieht Harit, Fahne oben, abseits. Sehen kann ich sie darauf hinweisen, dass das A hier sehr knapp war und zum anderen, dass ab morgen der CHI. Und auch der SC Paderborn hat eigentlich alles schief. Da will man wieder ganz klein anfangen, aber eben auch nach vorne gerichtet. Und auch da war die Ansätze. Der Kieferbruch und trotzdem in der dritten Liga geblieben. Also viel, viel Glück. Und das wissen sie mit Demut zu nehmen und wollen das dementsprechend auch nutzen. Eben, dass 1860 München da sich verabschieden musste aus der dritten Liga. Und auf dieser gesunden Basis dann eben versuchen, wieder oben anzugreifen, mittelfristig.